Hi, ja, in meinen letzten Videos ist ja um einen Schiebetisch gegangen. Ich habe da so einen Schiebeanschlag gemacht, einen Längsanschlag. Und in diesem Video mache ich jetzt noch meinen Gärungsanschlag. Und dann ist er auch komplett. Ja, ich kann es den auch links verwenden oder auf der rechten Seite. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier so ein Stück Siebdruck runtergeschnitten. Ja, das ist 20,5 cm ist das breit. In der Länge habe ich jetzt ja, nicht ganz vom Sägeblatt bis Außenkante von meinem Schiebetisch. Also da habe ich jetzt ja, so 2-3 mm weniger. Ich mache es mir bloß außen am Schiebetisch bündig und zeige mir jetzt die Mitte von meiner Schiene an. Meine Schiene hat 3,2 cm Innenmaß. Da brauche ich 1,6. Ja, das übertrage ich mir jetzt bloß auf meine Fläche. Ja, da so ein Winkelmesser, aber den brauche ich nicht, den zerlege ich mir. Also brauchen du ihn schon, aber ich brauche nur die Einzelteile. Ich will bloß schauen, ob ich den Stift rauskriege. Aber der ist wahrscheinlich reingenietet. Nee, müssen wir abschneiden. Ja, mein Winkelmesser kommt dann so auf Platte, der wird dann bloß links und rechts angeschraubt. In der Mitte ist dann mein Drehpunkt. Ich gehe jetzt bloß von der Vorderkante, ja, ich mache es 3 cm.
3 cm machen wir. Ich habe meinen Strich durchgezogen. Haben wir jetzt hier bloß eine Markierung in der Mitte. Ja, hier kommt dann so ein Rundstab rein. Die habe ich ja selber gemacht. Ich gehe jetzt ein bisschen nach außen. Ja, so. Das habe ich jetzt hier. Machen wir 20, der hat 22, dann gehen wir 31. 31 mm rein. Vielleicht gehen wir jetzt rüber. Kann ich ein bisschen weiter so. Machen wir vom Mittelstrich 9,5. Dasselbe auf der anderen Seite. Gut, da bohre ich mir jetzt links und rechts 25 mm Löcher durch. Ich tue mir jetzt bloß meine Außenkanten von den Löchern mit dem Zirkelkreis verbinden. Ja, ich schneide das mit der Dekopiersäge aus. Gut, wer möchte, könnt es auch fräsen, aber bis ich jetzt einen Fräser einspanne und einstelle, muss nicht ganz genau gehen, habe ich Luft dazwischen. Vorne kommt wieder mein Drehgriff rein. Ja, den mache ich ungefähr so. Da mache ich jetzt wieder den gleichen. So einen kleinen Kreis raus, bloß mit einer Breite von 1 cm. Geht auch nicht so genau. Kann auch ein bisschen Luft haben.
Ich habe mal von so einem Rundrohr ein 18 mm Stück runtergeschnitten. Und das Rundrohr hat jetzt genau einen Innendurchmesser von 8 mm. Da geht jetzt genau so eine M8er Gewindestange, geht da genau rein, spielfrei. Ich baue mir jetzt hier in der Mitte 10 mm Loch. Ja, die Hülse hat bis 10,01 hat die. Also ich muss streng reingehen. Jetzt mache ich mal ein 10 mm Loch und dann schaue, wie es reingeht. Ich glaube, die brauche ich gar nicht kleben. Einfach reinklopfen. So eine Führungsleiste geschnitten, also die in mein Alu-Nut reingeht. Da zeichne ich mir das bloß in der Länge durch die Mitte an. Ja, die kommt ja bei meinem Gärungsvorrichtung unten rein. Machen wir es bloß hinten bündig. Zeichne mir jetzt bloß meine Ausschnittskreise an. Ja, jetzt habe ich hier meine Innenkreise anzeichnet. Ich messe mir jetzt immer noch von den Kreise da, von den Halbkreise immer die Mitte nochmal aus, bei dem und bei dem. Was haben wir da? Gut. Thank you.
Ja, ich muss da ein paar Löcher reinbohren. Also, ich habe bloß ein 4 mm Loch, das ist bei meinem großen Halbkreis. Ja, da kommt dann ein Stück von meiner Rundstange noch drauf. Hier hinten habe ich mir Einschlagmutter reingemacht. Da kommt dann wieder mein Feststellknauf und vorne habe ich ein 7 mm Loch bohrt. Ich drehe mir da eine Gewindestange ein. Die muss ich jetzt abschneiden. Und die tue ich auch einkleben. Ich habe jetzt hier meine Gewindestange. Die muss ich jetzt bei der Leiste hier gerade reinkriegen. Ich nehme jetzt fast zwei Muttern. Und jetzt schrauben wir die drauf. Na, bleib hier. Dann nehme ich bloß noch eine Beilagscheibe. Meine Leiste ist ja 9 mm dick. Lass die jetzt unten bloß 9 mm rausstehen. Passt. Natürlich die Muttern kontern. Na, bleibt da. Sekundenkleber rein. Ich habe bloß noch einen flüssigen. Gut. Ja, und das lasse ich jetzt hart werden. Dann kann ich die Muttern wieder runter machen. Ich habe mir von meinem Rundstab so ein Stück runtergeschnitten. Ja, das ist jetzt 22 mm lang. Ich habe ja 18 mm Platte. Und da kommt ja der Winkelmesser oben drauf. Und jetzt ist mein Holzstück ja einen Millimeter länger als ja, die Höhe bis zum Winkelmesser. Da kommt ja dann später wieder mein Anzeiger drauf. Er bleibt da. Na, jetzt sieht er so aus. Lass mal ein bisschen trocknen. Ja, jetzt habe ich hier meine Gewindestange. Ja, die ist jetzt auch genau gerade drin. Die ist auch fest. Ja, da kommt jetzt bloß mein Winkelanschlag oder mein Brett drauf. Ich habe mir jetzt bei meinem Winkelmesser in der Mitte ein 8 mm Loch nochmal durchbohrt. Muss ja über die Gewindestange gehen. So kommt es so drauf.
schauen, dass ich ihn einigermaßen im Winkel herkriege. Lassen wir wieder ein bisschen antrocknen. Ja, ich habe jetzt hier wieder so ein Brett geschnitten. Das ist wieder 7,8 cm hoch. Hat die gleiche Länge wie mein Unterteil. Ich habe mir an der Vorderseite ein bisschen schräg geschnitten. Ja, dass ich beim Schwenken nicht ins Kreis komme, ein bisschen über das Kreissägeblatt drüber. Und jetzt geht es genau vorbei. Ja, ich habe mir wieder Lamellos reingefräst. Oben zwei Löcher für meine Aluprofilschiene, wo die Griffe reinkommen. Ja, wieder drei Löcher vorbaut zum Festschrauben. Im Endeffekt das gleiche wie bei den anderen Anschlägen. Das mache ich mir wieder vorne her. Hier oben kommt ja meine Anzeigenadel. Mal schauen, was ich Länge brauche. So, das reicht, glaube ich. Bohren wir jetzt ein 4 mm Loch durch. Schneiden wir es da ab. Dann können wir schon zusammenbauen. Ja, vorne mache ich mir bloß so Flügelmutter drauf. Da hinten kommt ja mein Drehknopf. Sollte natürlich unten nicht überstehen. Ja, jetzt habe ich hier meine Nadel hier. Ja, die tue ich bloß da drauf schrauben, auch ein bisschen mit Sekundenkleber. Aber das kann ich erst an der Kreissäge machen. Da muss man den genau im Winkel einstellen. Ich habe jetzt hier wieder meine Schrauben mit so einer Gleitmutter. Also ich finde die Gleitmuttern richtig toll. Die rutschen leicht in der Schiene. Besser als so Muttern. Wieder meine Aluschiene rein. Ja,
Ja, jetzt muss ich das natürlich genau im Winkel wieder zu meinem Sägeblatt einstellen. Schraube bloß hinten fest. Ja, meine Nadel, Anzeigenadel, meine hat jetzt da drauf, genau auf die 90 Grad abbohren. Gut, jetzt ist er auch schon fertig. Ich habe jetzt meinen Anschlag, ich habe jetzt mal auf 45 Grad eingestellt. Ich kann hier genauso wieder meinen Anschlag von den anderen Schiebe, vom Schiebeschlitten oder vom Schiebeanschlag nehmen, dass ich wieder meine Längen habe. Machen wir mal Probeschnitt. Schauen wir mal, ob die Gärungen passen. Ich würde sagen, das kann man lassen. Ja, da müsst ihr mal so einen Rahmen jetzt schneiden und zusammen machen. Aber sieht sehr gut aus im Winkel. Ja, mein Gärungsanschlag ist jetzt auch fertig. Ich kann jetzt hier meine beliebte Schräge einstellen. Hinten festmachen, vorne ein bisschen. Muss natürlich immer schauen, dass meine Schiene nicht ins Kreissägeblatt reingeht. Aber die kann ich ja verschieben. Ich kann natürlich den ganzen Anschlag auch auf der anderen Seite benutzen. Ich muss natürlich jetzt wieder meine Schiene zurückschieben. Ja, wie es halt braucht. Ich kann mir hier meine Gradzahl einstellen. 45. Und da kann ich meine Schiene schieben, wie ich es brauche. Ja, jetzt ist mein Schiebetisch ist jetzt komplett. Ich habe jetzt meinen Schiebeanschlag gemacht. Ich habe einen Längsanschlag. Ich kann die ganze Platte verschieben. Und mit meinem Gärungsanschlag ist er jetzt fertig. Jetzt habe ich alle Teile. Kann sein, dass ich vielleicht mal so Kleinteile, so Niederhalter mache. Aber vorher streicht es. Ja, jetzt ist ja bald Weihnachten. Ich wünsche allen noch frohes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Wenn wir uns nicht mehr sehen vorher, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht kommt noch ein Video vom Jahreswechsel, wenn nicht dann nächstes Jahr. Ja, wie gesagt, schöne Weihnachten und vor allem bleibt gesund und wir sehen uns wieder.